hallo, willkommen im Wunderpark. Danke. Glauben Sie an echte Wunder? Ja, ich finde, es passieren jeden Tag ganz viele Wunder. Es ist ja immer im Auge des Betrachters. Ja. Was ist das größte Wunder, was Ihnen in Ihrem Leben widerfahren? Oh Gott, das ist jetzt aber eine sehr tiefgründige Frage, die ich nicht so auf Anhieb einfach so beantworten kann. Ich finde, dass man jeden Tag aufwacht, ist schon ein großes Wunder und dass man Freude hat und gesund ist. Sie haben ja jetzt Erfahrungen im Synchronbereich gesammelt, haben Sie ja früher auch schon gemacht. Mhm. Können Sie sich auch Schauspielerei vorstellen? Ja, ich kann es mir schon vorstellen und ich habe auf jeden Fall auch Lust drauf. Ich muss nur sagen, dass wenn ich dann sowas mache, dann würde ich mich gerne ganz, ganz gut darauf vorbereiten und nicht einfach irgendwie mal schauspielern, sondern dann würde ich mich wirklich gerne intensiv damit befassen und das braucht dann so ein bisschen mehr Vorlauf und ich will dann nicht einfach irgendeinen Film machen. Deswegen mache ich das dann in Ruhe vielleicht mal irgendwann. Ich noch einmal auf die Wunder zurück. Was wäre ein großes Wunder, das Sie sich für Ihr Leben wünschen? Ach, ich bin eigentlich ganz gut im Moment und es gibt immer so kleine Wunder, die einen so glücklich machen und fröhlich machen, aber ich bin jetzt gar nicht so, dass ich ein großes Wunder brauche, sondern ich finde, jeder Moment ist eigentlich ein Wunder. Noch einmal zu Ihrem Album, was ja jetzt rauskommt, viele freuen sich schon sehr darauf. Was bedeutet Liebe für Sie? Also Liebe findet ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen statt. Ich finde, man kann das gar nicht so richtig eingrenzen. Es ist Selbstliebe, es ist romantische Liebe, es ist freundschaftliche Liebe. Es ist ein so großes Spektrum, deswegen Liebe ist universell. Dankeschön.